Hallo und herzlich willkommen zurück bei Bulgur's Gate Nummer 3. So, wir leuchten hier fern der Heimat, wir sind alle sehr am Strahlen. Ja, ist das nicht schön? Richtige Strahlematze. Wir müssen unbedingt ein Lager machen. Dazu brauchen wir natürlich eine schöne Location. So, wieso komme ich hier nirgendwo runter? So. Ich wollte gerade vorsichtig sein wegen Sandhai, aber das brauchen wir gar nicht. Landhai. Das müssen wir gar nicht mehr. Das ist ja cool. Jetzt müssen wir gar nicht mehr aufpassen. Wir müssen nur irgendwie da hinten rüberkommen. Oh, ich weiß nicht genau, ob wir das können. Oh Mann, ich würde schon gern unser Haya Popeye mitnehmen. Bitte nicht aufplatzen lassen. Seid bitte vorsichtig. Gut, gut. Sehr gut, sehr gut. Nee, shit. Ja, okay. Wir wollen hier hin, ne? Hier wollen wir hin. Erschaffen. Oh, Entschuldigung. So, das Auge des Betrachters. Unterreichstrand. Das hier. Aber das führt da gar nicht hin, ne? Wir kamen hier hin. Da kamen wir hin. Aber was ist das denn hier? Hier hat man den Kampf gegen diese komischen, ich will mal Duregar sagen. Das war hier. Unterreichstrand, Rächeglutzirkel, genau, Lieferine. Rette die Gnome aus der Grimmschmiede, befreie die Tiefengnome. Okay, und hier? Aber ich kann mich nicht daran erinnern, dass hier irgendwas lang ging. Ich mach mal kurz Folgendes. Ich schick mal kurz die Dame los. Ich will nur mal kurz schauen. Gespeichert habe ich gerade, da muss ich jetzt nicht. Warte. Okay. An die erinnere ich mich, an die Kollegen hier. Hier sind wir das erste Mal gelandet. Und ich hatte auch gedacht, wir können hier vielleicht zurück zum Beholder, aber wir können da ja nicht hochspringen. Ja, das ist leider doof. Jetzt sind wir hier. Das Lasel, okay. Und dann links und links. Da waren wir auch schon ein paar Mal, das ist auch okay. Warte mal, da muss ich mal gucken. So, ja, ich erinnere mich. Guten Tag. Schön, Sie mal wieder zu sehen. Diese Brücke weiß ich natürlich auch noch. Die Säure ist, glaube ich, weg inzwischen. Die Brücke hier weiß ich auch noch, aber ich glaube, ab da an wird es kritisch, ne? Hier geht's nicht mehr weiter auf irgendeine andere... Oh! Hier ging's noch... Okay, da geht's aber nur noch zum Strand. Und wir kämen aber vielleicht... Warte mal. Ich lade gleich wieder. Ne, da muss ich nicht so weit zurücklaufen. Waren wir hier schon? Ich glaube, wir waren hier aber schon, ne? Oder? Das kommt mir gerade verdächtig. Oh ja! Ja, wir waren hier schon. Ich erinnere mich, warum wir nicht weitergegangen sind. So. Burrows, the work of a bullet, I believe. A land shark. Oh nein. Ein Landhai, das ist natürlich nicht gut. So, Fackelstelz. Du alte Fackelstelz.
Ja, ich bin mir nicht sicher, ob wir da hinkommen, wo wir hinwollen. Ja, nein. Kann man nicht die Blumen auf das Prisma werfe? Was passiert denn dann? Dead Drow. Fall injuries from the looks of it. Ja, das ist wahrscheinlich da oben beim Beholder. Oh, ledergebundenes Tagebuch. Oh, oh, oh. Ein Gefallen. Ein treuer Diener. Mehr habe ich nicht beschworen. Nicht mehr und nicht weniger als Melis Do'Urden. Oder die Mutter der Begierden selbst. Die Yogg'Loll war prächtig anzusehen in all ihren Gestalten. Ich habe von ihrem fauligen Geruch gelesen, aber ich fand die berauschend, wie Rosenwasser. Sie hat einige Artefakte zertrümmert, einen Meister angefaucht. Der Erzmagier hätte mich für eine solche Beschwörung verehren sollen. Stattdessen hat er mir gedroht, mich zu verfluchen, mich in eine Drinne zu verwandeln. Meine Zeit wird noch kommen. Bald kehre ich nach Menzoberranzahn und Sorcerer zurück. Dann wird der Erzmagier mich verehren. Man wird mir dienen. Hm. Ist Melis der Bruder von Driss oder Frau oder Mutter oder im verwandtschaftlichen Verhältnis? Und ist das hier eher so ein bisschen Easter Egg-mäßig? Die Erinnerung und Pläne einer vertriebenen Drow. Ist das mehr eine Story aus dem Dungeons and Dragons Universum? Gold. Oh. Und Goldmantel. Und ein Chris. Interesting. Hä? Sylvanischer Stein. Okay. Also der eine Pilz war eine Falle oder was? Warte, ich speichere mal eben. Lag der Drow deswegen da? What is that? Ja, okay. Oh Gott, ich speichere nochmal. Ich habe keine Ahnung, wo wir hinkommen. Ja, wir müssen ja da wieder zurück, ne? Oh, ich habe Angst, dass einer unter uns verschwindet. Gut. Ich habe keine Ahnung, wo ich hinkomme. Was ist denn da? Nicht erreichbar. Okay. Okay, ich speichere hier nochmal. Ich weiß, aua, mein Ohr juckt. Ich weiß wirklich nicht, worauf wir uns gerade eingelassen haben. Das ist so ihr Solo-Abenteuer gerade. Schädel, 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 sylvanischer Stein. Ah, das ist nicht gut. Pilzring. Dass wir wenigstens ein bisschen wieder auf dem Dampfer sind. Vielleicht gehen wir mal. Die anderen wundern sich bestimmt, wo wir bleiben. Oh Gott, ich spreche nochmal. Das muss aufhören. Okay. Die Steine nehme ich einfach alle mit. Ich meine, die sind hier, die sind kostenlos. Und gespeichert habe ich. Ich klicke mal drauf. Ach so. Ah. Und hier ist eine illusorische Wand. Hab ich doch gewusst. Oh Gott. Oh, ich habe das gerade nur vermutet, weil wir gerade diesen Fehlwurf hatten. Und das hier sieht halt aus wie ein... Naja, als würde hier eine Höhle reingehen. Oh. Mehr hochjumpen kann man hier aber auch nicht, ne? Wir sollten das aber lieber als Gruppe machen. Oh, was ist denn hier oben los?
Wo kommen wir da oben hin? Das Teehaus? Ach was. Oh. Die Steine hätten darauf hinweisen können, die sylvanischen Steine, ne? Hier komme ich an den Strand. War das nicht hier, wo ich an den Strand komme? Also, hier geht's raus. Hier kommen wir wieder zurück, ne? Okay, das sieht geil aus und ist geil gemacht. Liebe alles daran. Puh. Okay, ich muss nochmal speichern, tut mir leid. Ich muss kurz gucken, wo der Pilzring hier hingeht. Das ist nicht der zum Strand. Überwucherter Tunnel. Schädel, Schädel, Schädel. Ich hab keine Ahnung. Also ich ahne, wo wir sind. Wir sind auf dem Weg zur Hexe natürlich gerade, ne? Also zur Muhme. Schweinelende. Hackbeil, ganzes Hühnchen. Ja, guten Tag. Wir sind auf dem Weg zur Vettel, ne? Da, das müsste ja hier sein. Aber wie kommen wir denn von hier aus? Es sei denn, es gibt hier auch wieder ein Tor. Aber das Tor können wir nicht durchschreiten. Ich weiß, was auf der anderen Seite ist. Ich weiß, was auf der anderen Seite ist. Wir standen schon davor und haben auch gesehen, oh, ein Tor, aber wir konnten es nicht öffnen. Schade. Okay. Wäre eine coole Abkürzung geworden. Teehaus. Ja, okay, anhand der Map erkenne ich jetzt gerade nicht. Weiß ich nicht. Könnte. Sieht sehr sumpfig aus, im Grunde genommen. Gut, wir gehen wieder zurück. Okay. Also von da aus kommen wir auch ins Underdark. Das wussten wir, ja? Wir wussten nur nicht wie. Geil. Mysterium gelöst. Aber ein anderes Mysterium haben wir nicht gelöst. Nämlich, wie wir zum Beholder zurückkommen. Mit Begleitung. Warte. Ich muss nochmal speichern. Und wollt mir nicht noch ein Lager machen? Ihr lasst euch so schnell ablenken, ne? Ich glaube, das ist es. Ja, von hier aus kommen wir zum Beholder. Ja, fantastisch. Jetzt muss ich noch alle anderen holen. Dazu muss ich wieder zurücklaufen. Okay. Ich frage mich gerade, ob es schneller gewesen wäre, alle von Anfang an mitzunehmen. Weil ursprünglich wollte ich eigentlich nur gucken, ob wir mit der Brücke da weiterkommen, die wir auf der Map gesehen haben. Und da wollte ich nicht die ganze Truppe mitnehmen, damit wir nicht ständig wieder unseren kleinen Klopso mitnehmen müssen. Oh, warte. Okay, dann wissen wir Bescheid. Loch. Hä? Loch, Loch. Warte. Doch. The wall is riddled with holes. A suffocating stench of long rotten meat wafts out. Überleben, die Löcher untersuchen. Oh, 15. Oha. Das ist zu wenig. Wir probieren nochmal.
komm schon. Gib mir Weisheit und... Ja, wunderbar. Ah, puh. Wir wollen natürlich auch wissen, was drin ist. You recognize the odor. The foul scent of carrion crawlers. Centipede-like aberrations that feast on the dead. At one time, these caverns must have been their banquet hall. The creatures are either long gone or waiting patiently in the darkness. Ja gut, ich geh erstmal weg. Wir können später reingreifen, aber nicht solange wir alleine hier sind mit irgendwie nur ein paar Hitpoints. Ich möchte vor dem nächsten Kampf auf jeden Fall lagern und ich möchte als nächstes auch gegen Onkel Beholdi spielen. So, hier liegen... Da oben war gerade Wurfspeer. So. Dann laufe ich gleich wieder da. Muss gleich mal gucken, wo ich die anderen geparkt habe. Das war doch hier irgendwo, ne? Da oben lang. Können wir da eigentlich auf die Pilze springen und dann irgendwas mitnehmen? Leuchtknolle. Eine Leuchtknolle ist nur so ein Licht. So, Leute. Komm mal rüber. Ach ja. Törö. Ja, Moment. Bubdidu, bubdidu, bubbedidu, bubbedidu. Ja, er ist leider ein bisschen behäbig. Und jetzt müssen wir erstmal gucken. Da lang. So. Ich hoffe, wir kriegen ihn auch mit. Bin ich hier richtig? Oh. Ich bin ein Idiot. Hier nicht irgendwo runter. So. Wir haben unseren, ne, wir haben unseren Mopsi ja jetzt eine Weile dabei, aber bald nicht mehr. Das heißt, bald können wir wieder ein bisschen einfacher rumlaufen. Es ist jetzt etwas komplexer. So. Aber nicht mehr lange. Und ich würde sagen, wir lagern auch erstmal. Ich speichere mal eben und dann machen wir ein schönes Lager. Mh, das wird richtig cozy. Zum Lager. Ja, das ist eine gute Idee. Ah, das war ja auch ein langer... Was ist das denn für ein hässliches Lager? War ja auch ein langer Tag. Mist. Okay. Können wir mit irgendwie quatschen? Nee, ne? Rainer hat Bock. Nö. Naja, dann zumindest hier. Hope you're keeping well, friend. Mhm, natürlich. Na komm mal her. Hm? Ja. Oh, wer stinkt hier nach nassem Fell? Hm? Wer stinkt nach nassem Fell? Das bin ja ich. Ja, das tut mir leid. So. Okay. Ansonsten alles. Ist alles entspannt an der Front. So, ja, alles... Achso, der Helm. Keiner will ein Gespräch. Ah, muss ich irgendwas... Ich muss eigentlich Sachen ablegen, ne? Puh. Schattenherz hat noch unsere ganzen Schriftrollen, unsere ganzen noch Schrollen. Hm... Mal ganz kurz gucken, warte mal, waren das die Quest-Items? Nein, das hier waren die Quest-Items, ne? So, das werden langsam ein bisschen mehr, glaube ich. So, hier habe ich noch ein bisschen Klumpatsch mit, einfach nur das von. Ach, hier waren noch drei vergiftete Äpfel, die brauchen wir eigentlich eh nicht. Dann haben wir das ledergebundene Tagebuch.
bin nicht sicher, ob wir das überhaupt noch für irgendwas brauchen. Und hatten wir nicht noch hier der große Schmelz-Schmölzofen? Dann haben wir hier noch das Duriger Gegengift oder Drüger, das Artefakt, das wir nicht in den Beutel legen können. Und die zerfledderte Schriftrolle, eine unvollendete magische Schriftrolle von Fragwürdig. Ach, die hat man noch gefunden, ne? Eine unfertige Beschwörungsschriftrolle, auf der Bissspuren und Geifer zu sehen sind. Einige Worte lassen sich noch entziffern. Skern Ixenswelk. Magma. Magma. Magma, Magma. Magma, Magma. Okay, ich bin sicher, das wird uns noch helfen. Bei der Schmiede. Und dann haben wir hier noch gekritzelte Notizen. Es werden immer mehr Quest-Items, die inzwischen von questenhafter Qualität sind. Von fragwürdiger, meine ich, Qualität. Hier war noch das frostige Metall, was wir immer wieder mitmachen können. Und ich würde gerne noch Gale, der hat momentan nicht so viel, was hat er damit? Schrift der Willigen, natürlich. Hier, ich baller erstmal alles rüber, wobei das Bild nicht. Hier. Nimmst du erstmal mit. Nimmst du erstmal mit. Nimmst du erstmal mit. Nimm. Ja, nimmst du erstmal mit. So. Nur schon mal ein bisschen aufteilen hier. Und dann hätten wir hier noch für Kollege Schnürschuh. Ich erkenne Astarion aber nicht mehr wieder, wenn ich ihn angucke. Ich erkenne dich gar nicht mehr wieder. So, wir haben hier 4 von denen hier. Wobei, ehrlich gesagt, kann er die ja auch brauchen inzwischen, ne? Also sollte man die vielleicht gar nicht mal so weit weglegen. Schlichte Robe. Pack's mal da rein. Lederrüstung packst du auch mal ein. Hier. Schriftrolle pack ich erstmal auf ihn, genau wie den Trank. Ja, die Blümchen hat gerade Gale. Wer auch sonst könnte sie... Ich gebe sie mal Astarion. Bei dem ist es nicht so wild. Frostkussbier, was macht das denn da drin? Warum ist das denn nicht bei uns in unserem Knappsack? Bei unseren Schnabulationsvorräten? So. Okay, eine schöne Bildnis und sehr viele Scrolls und eine tolle Rüstung. Die Blutlutscherkleidung. Finde ich so gut eigentlich. Würde ich mir gerne mal kurz angucken. Warte mal. Okay, warte. So. Okay. Nicht so schlimm, wie ich dachte. Sahen auf dem Bild jetzt, sah auf dem Bild eher aus wie so eine Buffalo-Fellrüstung. Finde ich hier nicht so wild. Okay, Eiskristall. Kampfstab hier. Guck mal, den... Kappes. Achso, der Kappes kommt mal wieder hier rüber. Wupp. Und. Wupp. So, diese Billo-Scheiße. Ja, viel mehr Platz kriegen wir hier erstmal nicht hin. Müsste ich ein bisschen mehr sortieren. Ist nicht so viel, aber naja, habe ich jetzt gar keine Lust drauf, wenn ich ehrlich bin. Ich wollte eigentlich nur healen. Problem ist aber, wir können den Pilz nicht healen, ne? Den Pilzkönig. Da oben ist er. Kann man mit dem im Lager eigentlich ein Gespräch führen? Warte. Hey. It is time. Ja, okay. Der erzählt immer die gleiche Scheiße. Und kann man mit dem Sandhai... Mit dem hätten wir vielleicht reden können, aber jetzt... Nee, ne? Landhai, nicht Sandhai. Ich sage immer Sandhai, ich weiß nicht warum. Sandhai, lieber Sandhai. Okay. Ich speichere. Wir beenden den Tag... Mit ein paar Snacks. Achso. Wir haben gerade erstmal vorgelagert. Und jetzt lagern wir richtig. Aha, 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 aha. Okay, hat aber trotzdem keiner was zu sagen. Nö, laut Map irgendwie niemand. Okay. Gut, gut. Wo ist ein Karglas?
Die müssen wir auch nochmal mitnehmen, ne? Für ein paar Gespräche zwischendurch und so. Ah, da ist er, hat aber auch nichts zu sagen. Okay, easy going. Das macht's um. Was ist mit ihm los? Herr Kratzer. Ist oh, so ein Feini einfach. Oh, eine Statue von einem Hund. Fast ein Pegasus. So, zu Bett gehen. Lagervorräte, Auto auswählen. Ich weiß genau. Ja, natürlich. Wir haben vielleicht einfach auch zu viele Knoblauchzehen. 38 und 40. Nee, haben wir da nicht. 46, 44, 42, 42. Ja, gut. Drei Lagervorräte, vier Lagervorräte. Ein Apfel sind drei Lagervorräte. Eulenbeerenei, 40 Lagervorräte. Oh, gut. Was macht das denn hier? Kann ich das nicht ausbrüten, lieber? Komm, ich gönn uns Apfel. So, jetzt aber echt. Be sated. Oh. I lead, you follow. Ja, das, ja, ich meine, ja, gut, ich meine, es ist was Berufliches. So you think. Let's see if you're right. Kennen wir, glaube ich, schon, ne? Ist das immer dieselbe? Ja. Oh Gott, oh Gott. Sieht aus wie eine Wurzel. Ist aber immer dieselbe Szene, okay. Ich wollte jetzt nur mal gucken für euch, ne, ob es auch eine andere Szene kommt. In meiner endlosen Gutmütigkeit. Let me show you. Oh nein. Close your eyes. Ah, sie hatte die Oma-Unterwäsche an. Ja, Moment. Ich gebe nicht nach. Und ihr sollt es auch nicht tun. Zeigt mir euren Zorn. Dieser halbe Smirk dann immer. I am ready. Nein? Ja, das kennen wir ja schon. You awake in pain. Your back, your hands, even your tongue ache. It's time to rise. Dawn is upon us. Die Unterwäsche. Wir haben die Unterwäsche noch an. Wir haben ihre Unterwäsche noch an. Ups. Warte. Die Nacht war wundervoll. Ich habe sie sehr genossen. Of course you did. I'm as extraordinary in bed as I am on the battlefield. Natürlich. Können wir uns bald wieder lieben? So, eine Grimasse angesichts ihres Hochmuts. Seid auch ihr zufrieden? War ich gut? Ja, ich frag mal. Ist ja was Berufliches, ne? My hunger is sated for now, yes. Gut. I might even lay you again, should my whim so take me. Up now. Your moment's over. Every breath, every blink proves exhausting. A long day awaits you. What? Das nimmt die ganze Romantik raus. So. Ist das vielleicht der Grund, warum Schattenherz nichts von uns will? Irgendwie, weil wir irgendwie Lustpuppe von der Gizianki sind? Diese Unterwäsche, Entschuldigung, ich breche einfach ab. Das ist aber ein Traum. Problem ist, glaube ich, dass der Dingens immer noch nicht geheilt hat, ne? Wir bräuchten vielleicht noch jemanden. Ganz kurz, kann denn unser lieber Gale, Mist, wo war das nochmal? Zauberbuch. Gale, der hat keine Heals, ne? Ich glaube, der hat keine Heals.
Wir müssen eigentlich ganz kurz Schattenherz empor zaubern. Dann den Pilz healen und dann wieder wechseln auf Lazel. Sollten wir eigentlich mal ganz kurz machen. Ich speichere mal lieber, ob das eine gute Idee ist, weiß ich nicht. Es scheint mir so. So, Lazel. Speak quickly. Ja, jetzt schimmer deine Nuggets. Ich dachte, du wärst entspannt. Weiter? Wie weiter, aber kann ich nicht. Perhaps if I'm in need of relief. Until then, I'll enjoy watching you squirm from the anticipation of it. Hä? Okay, ja, warte mal hier im Lager, ne? Chuck, you believe you can survive without me? Nein, jetzt gleich. Ich diskutiere das nicht, ihr bleibt hier. As you say, do not keep me waiting. Ja, mal schauen. Man muss ja auch mal ein bisschen kalte Schulter zeigen, ne? So. Ich bin nicht nur ein Boy-Toy. Ich habe auch Selbstbewusstsein. So, wo ist denn hier? Schotten. Du, Schottenherz. Schottenherz. Was ist denn das für eine Mütze? Schottenherz. Seems the Githyanki are keen to reclaim the artifact I carry. I can't afford that to happen. In fact, none of us can. That thing is shielding us somehow. I don't want to know what happens if we lose it. Verstehe ich. Ja. Finden wir es lieber nicht heraus. Wir müssen schon mit genug anderen zurechtkommen. Es muss mehr hinter dem Artefakt stecken. Ihr wurdet geschickt, um es zu holen. Ihr müsst wissen, warum es so wichtig ist. Das Artefakt schirmt uns ab, aber letztendlich wollt ihr es fortgeben. Das kann doch nicht gut gehen. Ich will nicht wissen, was geschieht, wenn wir es verlieren. Ja. Ihr müsst wissen, warum es so wichtig ist. Also sie hat das Wissen ja wahrscheinlich, ne? Ich hoffe, das greift sie jetzt nicht an. Also ich meine es jetzt nicht so, jetzt sag es gefällig, sondern ich meine halt so, ne? Das Wissen muss dann auch irgendwo bei ihr im Kopf sein. Ihr müsst wissen, warum es so wichtig ist. I only know what I know. I was ordered to retrieve it and that's what I intend to do. The rest is immaterial to me. Okay. Aber ihr und ich, da ist auf jeden Fall was Besonderes. Very serious of you. But go ahead. Wie geht's euch denn? It's strange. I've been dwelling on what I told you before about wanting to become a dark justice. Kommt mit mir. Alright, some... So. Gut. Kann ich jetzt auf sie schalten? Ja. Okay, warte. Wo ist denn... Ich glaube, er hat sich auch nicht erholt. 67, okay. Ich hätte das gestern Abend machen sollen, ne? Vorher. Das wäre, glaube ich, schlauer gewesen. Hätte ich zweimal machen können. Aber er hier ist halt einfach schon, der ist schon so am Limit. Massenheilendes Wort. So, komm rum. Ja, chill mal. Jetzt hier nochmal. Und da nochmal. So. Na, geht doch. So. La 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 la. Wir haben es gleich, Leute. Wir haben es gleich. Das reicht. Die drei Hitpoints. Ich glaube, das geht schon. So, dann mache ich ihn hier lieber noch mal ein bisschen. So. Das war's. Prima. Dann, Schattenherz. Ganz kurz. Ja? What do you need? Echt? Tschüss. If you're sure. Ja. So, das war toll. Dann fragen wir doch nochmal unsere Lustsklavin, ob sie uns begleiten würde. Für eine Weile. Curious. I drained you dry. Was? Yet your body seems no more worse for wear. Perhaps I might find use for it again.
Ich habe euch ausgesaugt? Was? Aber ich bin doch keine Capri-Sonne. Was? Ja, kommt doch mal in eine Gruppe. It is done. Cool. 2500 EP. War das vom Aussaugen? Kriegt man da 2500 EP? Dann mache ich das auch. Für 2,5 EP? Also bitte. So, prima. Dann nochmal speichern. Ich glaube, das war ein gutes Lager. Haben auch gut... Sollen wir noch mit den Leuten reden? Ich meine, wir sind ja eh schon... Astarion, was ist los? If the Gith are looking for that artifact, then we may have something valuable on our hands. And it's a powerful weapon to boot. Things are starting to look very interesting. Ja, ich hoffe... Gut. Kein Gespräch, aber immer noch ein paar Wortfetzen. Schattenherz, wir kennen uns ja schon, ne? So, hier nochmal, Karglas. That contraption's a hot ticket item. Might not be our last scrap for its sake. Vor allen Dingen eine Waffe. Aber ja, wir werden wahrscheinlich noch herausfinden, was es macht, ne? Hey, Helsim. You wish to speak? Ich frag nochmal ganz kurz, um mein Wissen aufzufrischen, wegen der geheimen Festung im Unterreich. Wir waren da natürlich schon, haben doch alles. Und hier muss noch irgendwo dieses komische Schattenlied, Nachtlied. Das Nachtlied muss ja noch irgendwo sein. Precious little. But I'm quite certain it can still be found. Wir müssen ihn da vielleicht mal mitnehmen. Und geht's euch im Lager weiterhin gut? With such stimulating company? Never better. Ja. Okay, ciao. Tschüss. So, mit dir, ja, die, ja. Ich muss erstmal ganz viel Schrimps essen, bevor ich wieder mit der rede. So, ach, da oben. Wollte gerade sagen, da fehlen noch ein paar. So. Hallo, Wüll. The Gith Knight is as merciless as the dragon he rides. That we still have our heads is nothing short of a miracle. Wir haben auch gut geschauspielert, muss man zugeben. So, Gale. Gith Yankee patrolling these wilds is an unexpected surprise. Whatever they seek, they'll not hesitate to kill us if we stand in their way. Wir trainieren einfach genug, dann sind die auch nur noch EP für uns. Hoffe ich, natürlich. So, ich glaube, wir sind durch mit dem Lager. Ich glaube, jetzt wir haben mit allen gesprochen. Was ist? Nichts. Gut, dann wollen wir mal alles ab und aufbrechen. Es war ein wunderschönes Lager, hat sich sehr gelohnt. Lager verlassen. Und da sind wir wieder. Um Gottes Willen. Oh, hast du mich erschrocken gerade. Puh. Und das sieht doch hier alles viel, viel besser aus jetzt. Warte. So. Das heißt, wir sind jetzt hier auf dem Totenfeld, ne? Das heißt, nächste Folge machen wir uns auf zum Beholder. Und ich glaube, wir haben die Minotauren weg, dann haben wir den Beholder weg. Da oben kann ich, glaube ich, nichts gucken, da kommen wir, glaube ich, gar nicht erst hin. Aber wir haben dann soweit alle uns bekannten Orte aufgedeckt hier im Unterreich. Hätte ich gar nicht gedacht. Dann sind wir ja auch alles abgegangen. Wo das Nachtlied ist, ich habe keine Ahnung. Hier haben wir auch alles abgesucht. Und dann bleibt eigentlich nur noch das hier und dann irgendwo da unten hindüsen. Das ist dann das letzte bisschen und ich glaube auch das letzte bisschen von Akt 1. Ich bin mir aber noch nicht genau sicher. Ich habe das Gefühl, wir nehmen wirklich jeden Furz hier mit. Sogar noch jedes kleine Gespräch im Lager, so gut es eben geht. Naja, dann erstmal vielen Dank fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Gehabt euch wohl. Tschüss. We'll be right back.